Darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. A tree frog, it's ordeal, the trial to survive for the day. Metal Gear Solid 3 spielt im Jahr 1964. Der Spieler begleitet Solid Snake, der sich diesmal durch einen Regenwald kämpfen muss. Wir haben schon vorher versucht, Dschungellandschaften zu kreieren, aber es hat leider nie so richtig geklappt. Beim dritten Teil sahen wir uns der Herausforderung gewachsen, einen virtuellen Regenwald zu erschaffen, natürlich mit allen Gameplay-Elementen, die dazugehören. Es war keine einfache Aufgabe, aber das Resultat macht viel Spaß, ist aufregend und bietet eine völlig neue Spielerfahrung im Schleichgenre. Freuen Sie sich darauf! Es gibt ein paar zentrale Themen, zum Beispiel die Stellungnahme gegen den Krieg und gegen Nuklearwaffen und den Wunsch, etwas an zukünftige Generationen weiterzugeben. Das größte Anliegen bei meinen Werken ist es aber, eine positive Wirkung auf den Spieler zu erzielen und ihm ein Stück Lebensfreude zu geben. Ich will, dass meine Spiele Spaß machen, aber auf keinen Fall als sinnleer empfunden werden. Die virtuellen Erfahrungen soll der Spieler auf sich selbst projizieren, was eine positive Auswirkung auf sein Leben haben soll. Dieser Aspekt liegt mir sehr am Herzen.
Die Arbeit an Metal Gear Solid 3 ist fast abgeschlossen und ich kann jetzt schon sagen, dass es ein tolles Spiel wird. Haben Sie keine Angst, Ihre Erwartungen zu hoch zu stecken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. これがアメリカ政府によるものではないという証拠がいるのです。失敗すれば再び世界大戦が始まります。俺たちは伝えなければならない。俺たちの愚かで切ない歴史を。 それらを伝えるために、デジタルという魔法がある。未来を作ることと過去を語り伝えることは同じなのだ。こちらスネーク、待たせたな。今回のミッションはスニーキングミッションだ。それが隠密部隊トップスの特殊任務。 ホワイトハウスにあるジンプスから連絡が来る。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットライン。スネーク、どうやらそこはキューバよりもホットらしいな。これが記録に残る世界初のヘイロー効果になる。飛びになってくる。ソ連のある科学者が西側への亡命を命じ。なぜ亡命を。 君が失敗すれば、それは全面核戦争の始まりを意味する。分かった。それではスネークイーター作戦を開始する。
動くな。貴様、スペツナズの山猫部隊、ソコロフは渡さん。さっさと立ち去れ。山猫は獲物を逃さない。何だと？作戦行動が可能な核搭載戦車。あれが完成し、ミサの手に入ったこの冷戦は終わる。そして始まるだろう本当の恐怖の時代が。世界大戦か。画期的な移動核ミサイルシステム。この技術は 歩兵と兵器をつなぐ歯車になる。まさに金属の歯車。メタルギア。どんな命令にも従う。それが軍人よ。正直疲れた科学者はいつも利用される。やっと会えましたね。
私は任務のためなら人を好きになれる。あなたのこと。何を見た？何を知れば亡命を考える？宇宙を見た。アメリカで生まれ育ったが、人も国も環境で変わる。時代で変わる。どうして亡命を？私は亡命を考えたことなど一度もだ。この国が好きだ。この土地を愛しておる。ようこそ我が国、我が部隊。 専門家によると、世界最古のスパイは聖書に出てきたヘビらしいわ。いい。兵士はいつも同じ側とは限らない。戦闘相手は政治によって決まる。軍人は政治の道具に過ぎない。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。 東洋では忠を尽くすという言葉がある。主君への愛国心、国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。任務は人が下しているものじゃない。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。 私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っている。昨日の正義は今日の悪かもしれない。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ。 こっちに来て分かったことが、今まで伝えられてきたことの半分はネモハムない嘘で、残りの半分は利用するために作られた嘘。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を肘を曲げて吸収する癖がある。どちらかというとリボルバー向きだ。クソ、アメリカ人め。 だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。いいセンス。クワバラクワバラクワバラクワバラ。 Für Ubisofts persischen Prinzen geht's abwärts. Mit der Zerstörung des magischen Stundenglases in The Sands of Time hat er ein übernatürliches Ungeheuer heraufbeschworen, das nur danach trachtet, seiner Existenz ein Ende zu setzen. In seiner Verzweiflung sieht der Held nur eine Hoffnung: die Vergangenheit zu ändern, um die Geburt seines monströsen Verfolgers zu verhindern. Den Tod sprichwörtlich im Nacken legt der Prinz bei diesem Unterfangen eine Skrupellosigkeit an den Tag, die man ihm im ersten Spiel kaum zugetraut hätte. Finster sieht sie aus, die neue Heimat des orientalischen Königssohns.
Doch auch was Optik und Levelaufbau angeht, stellt sie die Spielwelt des Vorgängers buchstäblich in den Schatten. Schon in der hier gezeigten Demo-Version begeisterten uns die neuen Echtzeitumgebungen durch ihr detailverliebtes Design, ihre geniale Beleuchtung und vor allem ihre fesselnde Atmosphäre. Ladeunterbrechungen gibt es keine mehr, dafür viele Handlungswendungen, die den Helden urplötzlich in neue Situationen befördern. Auch in seiner neuen Lederkluft springt und klettert der Prinz wie ein orientalisches Eichhörnchen. Geschicklichkeitspassagen, Objekträtsel und Kämpfe vermischen sich nun stärker als im Vorgänger, sodass er gelegentlich sogar gleichzeitig Schwerter schwingen und Mechanismen betätigen muss. Zusätzlich zu seiner Hauptwaffe kann sich der Held neuerdings übrigens auch die Kampfinstrumente seiner Gegner greifen und benutzen. Größere Gruppen von Gegnern vermag er sogar mit Schockwellen zu Boden zu schmettern. Und selbstverständlich ist es auch wieder möglich, durch Einsatz von magischem Sand die Zeit bei Bedarf zurückzudrehen, zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Mit solchen Tricks verschafft sich der Prinz Kampfvorteile oder meistert Rätselaufgaben. Im Lauf des Abenteuers wird man sogar Jahrhunderte weit in die Vergangenheit reisen, um Veränderungen an den Schauplätzen der Gegenwart auszulösen. Wir wären allerdings schon mit einer bescheidenen Handvoll Zeitsand zufrieden, die uns die Wartezeit zum Erscheinungstermin dieses Meisterwerkes verkürzt. Das düstere Design von Prince of Persia 2 geht mit unserem Ziel einher, einen erwachseneren, stärkeren Prinzen zu erschaffen. Ich glaube, dass es für die ganze Spielerfahrung besser ist, wenn man atmosphärisch immer etwas anderes bietet als im Teil davor. Unser Ziel ist es, den Spieler ein ums andere Mal mit unseren Prince of Persia-Spielen zu überraschen. Die Fortsetzung schafft das dadurch, dass der Charakter, die Umgebungen und auch die Story wesentlich düsterer sind. Ich bin schon ein bisschen stolz auf unser neues Kampfsystem, denn es ist genauso geworden, wie das des ersten Teils eigentlich sein sollte. Aus verschiedenen Gründen haben wir nur 3/4 des eigentlichen Prince of Persia Kampfsystems für den ersten Teil umsetzen können. Jetzt ist es perfekt. Du kannst wirklich alles mit deinen Gegnern machen. Du kannst sie aufschlitzen oder sachte töten. Du kannst dich anschleichen oder dich durch die Menge metzeln. Zudem hat man die Möglichkeit, nahezu alle Levelobjekte, Wände und Seile für seine Attacken zu nutzen. Es liegt am Spieler, seinen eigenen Stil zu finden und zu definieren. Die Kontrollen sind natürlich nach wie vor so einfach, dass Kombos wie gebuttert funktionieren. Das ist das Markenzeichen von Prince of Persia. Aber wir haben wesentlich mehr Tiefe in das Kampfsystem gebracht. Diesmal fühlt man richtig, dass man die volle Kontrolle über seinen Charakter hat. Man löst nicht mehr nur tolle Kampfanimationen aus. In Part 2, we're talking about real boss fights. We're gonna have at least 3 main. Im zweiten Teil haben wir endlich richtige Bosskämpfe. Es gibt 3 verschiedene Bossarten und 5 alles entscheidende Bosskämpfe, in denen man erst die richtige Vorgehensweise herausfinden und viel Zeit opfern muss, um den Endgegner zu bezwingen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch sonst viele herausfordernde Gegnerarten, die man auf unterschiedliche Art und Weise bekämpfen muss. Man kann sich nicht mehr im besten Hack-and-Slash-Stil durch die Monstermassen metzeln. Manche Angreifer erfordern eine andere Vorgehensweise und sorgen somit für mehr Motivation und
Abwechslung. We have strong hopes that Prince of Persia 2 will be at least 3 to 4 hours longer. Wir sind guter Dinge, dass Prince of Persia 2 3 bis 4 Stunden länger sein wird als der Vorgänger. Grundvoraussetzung dafür war, dass wir zum Entwicklungsstart bereits die Technik und das Konzept kannten und uns nicht erst wie kurz vor dem ersten Teil einarbeiten mussten. Wir hatten ein eingespieltes Team und die Tools waren schon erprobt. Also konnten wir erstklassigen Inhalt in wesentlich kürzerer Zeit kreieren. Der zweite Punkt ist, dass man im ersten Teil nur für Sekunden in der Zeit zurückreisen konnte, in Prince of Persia 2 dagegen Jahrhunderte. Die Veränderungen, die man in der Vergangenheit zum Beispiel an den Szenarien vornimmt, haben Einfluss auf das Level-Design in der Gegenwart. Und wenn man dann wieder zurückreist, hat man das Gefühl, bereits an diesen Orten gewesen zu sein, aber irgendetwas ist anders. Wir gehen davon aus, dass dieses originelle Feature im Vergleich zum ersten Teil nochmal 3 bis 4 Stunden extra Gameplay bringt. We expect it to be, as I said, 3 to 4 hours, you know, extra game length for the game to be. We have two main things as to how to give extra replay value to the game. Zwei Dinge sollen dafür sorgen, dass man Prince of Persia 2 wieder und wieder durchspielen will. Zum einen haben wir die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die beeinflussen, wie effizient die Waffen des Prinzen und wie zäh und zahlreich die Angreifer sind, wie stark der Prinz ist und so weiter. Auf der anderen Seite kann man natürlich zahlreiche Dinge wie Schwierigkeitsgrade und Galerien freischalten. Außerdem gibt es da noch eine Sache, über die ich leider noch nicht reden darf. Vertraut mir, das wird den Spieler auf jeden Fall dazu verlocken, Prince of Persia 2 mindestens ein weiteres Mal zu spielen. Truly, trust me, give you know the enticement for the players to play the game again. Von Anfang an waren wir uns einig, Prince of Persia 2 sollte noch viel besser aussehen als sein Vorgänger. The Sands of Time wurde von den Kritikern mit Lob überschüttet, und zwar unter anderem wegen seiner künstlerischen und grafischen Qualität. Für den zweiten Teil wollen wir nun einen neuen Grafikstil entwickeln, der innovativ sein sollte und zugleich noch atemberaubender als der des ersten Spiels. Eine enorme Herausforderung. Wir beschlossen, dass Prince of Persia 2 andere Emotionen beim Spieler wecken sollte als Teil 1, vor allem Angst und Beklemmung. Man schlüpft in die Rolle eines Prinzen, der mit einem Fluch belegt ist und der seinem Schicksal und seinem Tod ins Auge sehen muss. Passend zur Geschichte nahm auch die Optik erwachsenere und dunklere Züge an. Um den Zuschauer tief in die Spielwelt hineinzuziehen, wollte ich ihr ein realistisches Aussehen verleihen. Wir entwickelten einen einzigartigen Stil aus Farbgebung, Licht, Texturen und visuellen Details. Ich setze sehr gerne monochrome Schattierungen ein. Sie lassen die Levels homogen wirken. Außerdem erzeugen sie eine dichte Stimmung und unterstützen fast unmerklich die wichtigen Handlungs- und Gameplay-Elemente. Jeder Schauplatz besitzt eine eigene, faszinierende Atmosphäre. So kann sich der Spieler besser orientieren. In solchen facettenreichen Umgebungen können unsere Designer ihre Ideen wunderbar verwirklichen. Als Spieler bereist man natürlich viele verschiedene Orte, vor allem aber besucht man unterschiedliche Zeitperioden. Man erforscht die Vergangenheit und die Gegenwart. Was das Charakterdesign angeht, so waren uns zwei Dinge wichtig. Zum einen sollte der Prinz eine neue Ausstrahlung besitzen, eine veränderte Lebenseinstellung, die auch zu seinen neuen Kampftechniken passt. Gleichzeitig sollte man die Wandlung, die er seit The Sands of Time durchlaufen hatte, nachvollziehen können. Unser neuer Prinz ist reifer, grimmiger und stets bereit zum Kampf. Er ist ein echter Krieger, selbstbewusst, aber vom Schicksal gezeichnet und verflucht. Ihm sitzt der Tod im Nacken und er sieht kein Entkommen. Seine Kleidung sollte diese neue Einstellung widerspiegeln. Eine eng an den Körper geschnallte Lederausrüstung bietet ihm Schutz und ermöglicht ihm zugleich neue akrobatische Kunststücke. Während man spielt, spürt man seine Wut und die unbändige Entschlossenheit, seiner Bestimmung zu trotzen.
Auch seine Gegner sollten dem neuen Stil des Spiels entsprechen. Sie sollten wild und furchteinflößend wirken, eigenständige Persönlichkeiten und Verhaltensweisen an den Tag legen. Mein Job als Artistic Director war es, die Visionen des Teams zu einer zu verschmelzen und eines der spektakulärsten Spiele des Jahres zu schaffen. EA Games. Liebe Leser, wir sind hier in der San Francisco Bay Area, genauer gesagt in Redwood City. Ja, im Hintergrund läuft hier gerade eine tolle Party im Rahmen der EA Hot Summer Night. Und hier gibt es eine Band, es gibt was zum Trinken, was zu essen, einfach perfekt. Ach ja, heute gab es auch noch ein paar Spiele zu sehen. Die ganzen EA Highlights waren nochmal spielbar hier und wir haben natürlich tolle Videos für euch besorgt. Ja, schauen wir einfach mal rein. EA Games. Los geht's mit dem Pistenfeger Need for Speed Underground 2. Illegale Rennen in überzüchteten Boliden, schnelles Geld und scharfe Miezen. So stellt sich spätestens seit Filmen wie The Fast and the Furious der gemeine Golffahrer die halbweltlich angehauchte Autotuner-Szene vor. Im neuesten Teil der Temporausch-Serie werden diese Klischees wieder genüsslich ausgekostet. Als Hauptdarstellerin steht Ihnen ein virtuelles Gegenstück des Models Brew Burke zur Seite. Da dürfte der männlichen Spielerschar die Konzentration auf die Kurven der Straßen erstmal schwerfallen. Letztere haben aber auch einiges zu bieten. Auf 200 völlig frei befahrenen Kilometern in 5 Stadtteilen lassen Sie Ihrem Entdeckerdrang freien Lauf. Dabei sollten Sie sich ruhig auch mal in die dunkleren Ecken der Stadt wagen. Denn dort finden sich oft Autohändler und Tuning-Shops, die besondere Schmankerl im Angebot haben. In den mehr als 150 Rennen, die Sie im Laufe Ihrer Karriere bestehen müssen, finden Sie neben den beliebten Drag-and-Drift-Wettbewerben auch neue Herausforderungen. Im Organic Drift Modus beispielsweise bringen Sie zwar ebenfalls die Reifen zum Qualmen, allerdings auf öffentlichen Straßen, Gegenverkehr inklusive. Treffen Sie beim lässigen Cruisen durch die City auf einen konkurrierenden Pedaltreter, dürfen Sie ihn zum Outrun Race herausfordern. Können Sie Ihrem Rivalen nachhaltig die Rücklichter zeigen, winken Bares und heiße Tipps. So erfahren Sie zum Beispiel, wo Sie Ihr Preisgeld am besten in neue Teile investieren. Umfangreiche Tuning-Möglichkeiten und unkompliziertes Gerase verbinden sich mit der gelungenen Fahrphysik zu einem Cocktail, an dem sich sowohl Tüftlernaturen als auch Freunde eines gepflegten Bleifußes laben dürften. Da macht der Augen unser Höhlentroll. In Mittelerde ist das Reisefieber ausgebrochen. Auf den Spuren von Aragorn, Gandalf und Konsorten stapfen hier neuerdings auch unabhängige Abenteurer durch Helms Klamm, Minas Tirith oder die Minen von Moria. EA's Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, funktioniert wie ein traditionelles Rollenspiel. Man steuert eine Partie aus bis dato namenlosen Helden diverser Fantasy-Rassen und Klassen durch Städte, Wälder und Dungeons, erlegt Monster, birgt Geheimwaffen und erwirbt neue Fähigkeiten. Während der Hauptplot den Ereignissen der Filmtrilogie folgt, laden genretypische Nebenaufgaben zum Erforschen der Fantasy-Welt ein. Wer möchte, darf außerdem in bestandene Missionen zurückkehren und sie ein weiteres Mal durchspielen, diesmal auf der Seite von Saurons Horden. Außerdem lockt der Titel mit neu bearbeiteten Filmausschnitten, kommentiert von Gandalf-Darsteller Ian McKellen.
Leider wirkt das dritte Zeitalter in grafischer Hinsicht eher solide und lässt, zumindest in dieser Vorschauversion, die Opulenz der ersten beiden Lizenzumsetzungen vermissen. Und bei EAs Loblied auf das innovative Kampfsystem dürften Rollenspielkenner erstmal laut auflachen. Schließlich scheinen die rundenbasierten Schlachten samt Zaubereffekten, Menüsystem und Zeitbalken fast 1:1 denen der Final Fantasy-Reihe nachempfunden. Nun, man hätte sich ein schlechteres Vorbild aussuchen können. Wie dem auch sei, wer taktische Gefechte mag, gerne Charaktere ausbaut und vielleicht auch noch Tolkien-Fan ist, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen. Innovation hin oder her. Mal auf der Seite des Bösen nach der Weltherrschaft streben, wie im neuen James-Bond-Spiel GoldenEye Rogue Agent. Man schlägt sich als abtrünniger Doppel-Null-Spion auf die Seite von Auric Goldfinger, der sich im Krieg mit seinem Erzfeind Dr. No befindet. Der Sieger dieser Auseinandersetzung wird die Herrschaft über die größte kriminelle Organisation der Welt übernehmen. Dieser klassische Ego-Shooter wird ein riesiges Waffenarsenal aufweisen, das dem Spieler sogar erlaubt, Pistolen, Maschinengewehre und Ähnliches beidhändig auszurüsten. Da unser Bösewicht aufgrund einer Kriegsverletzung mit dem Verlust eines Auges zu kämpfen hat, wurde ihm kurzerhand ein bionisches eingesetzt. Dieses lässt sich sogar aufwerten, was dem Protagonisten im Laufe des Spiels bessere Sicht und erweiterte Zielfunktionen beschert. Ob in düsteren Gängen, riesigen Fabrikhallen oder futuristischen Kommandozentralen, man kann und soll in Original-Bond-Locations alles wegballern, was nicht nied- und nagelfest ist. Neben bekannten Charakteren aus dem Bond-Universum sollen auch die übrigen Gegner über eine raffinierte Intelligenz verfügen. Der Einzelspieler-Modus wird natürlich durch Mehrspieler- und Online-Optionen ergänzt. Der Shooter wirkt spielerisch recht geradlinig. Die große Auswahl an Waffen und die interaktive Umgebung sorgen für Abwechslung. Leider geht die Grafik bislang nicht über gutes Mittelmaß hinaus, was Fans aber nicht weiter stören wird. So verbleiben wir in freudiger Erwartung auf dieses etwas andere James-Bond-Abenteuer. EA Games. Die Entwickler von Maxis erfreuen uns nun schon seit geraumer Zeit mit der Real-Life-Simulationsreihe Die Sims. Deren neuester Ableger, die Urbs, Sims in the City, soll dem geneigten Spieler noch mehr Freiraum lassen als bisher. Man beginnt wie gewohnt mittellos und versucht sich im Laufe des Spiels gesellschaftlich hochzuarbeiten, um schließlich zum einflussreichsten Bewohner der Stadt zu avancieren. Will man seine Stellung verbessern, gehören Stil- und Statuspflege natürlich zum täglichen Programm. Im Job muss der Urb Ehrgeiz an den Tag legen, um neue Kontakte zu knüpfen und die Karriereleiter emporzusteigen. Dies hilft ihm bei der Verbesserung seiner Fähigkeiten und erleichtert die Kommunikation mit einflussreichen Kollegen. Seinen wohlverdienten Feierabend darf der virtuelle Bewohner diesmal sogar in Sushi-Bars, Nachtclubs oder in einem Tattoo-Salon genießen. Er wohnt in einem von 9 Vierteln, die allesamt von ihren Bewohnern und Lebensstilen geprägt sind. Doch Zugang zu allen Gegenden und Berufen erhält nur, wer sein Ansehen steigert.
In der pulsierenden Metropole der Urbs gibt es zu jeder Tageszeit etwas zu entdecken. Die Grafik besitzt den Sims-typischen Puppenhauscharakter, während man im Hintergrund allerlei städtische Geräusche und Effekte hört. iToy-Besitzer mit hohem Selbstwertgefühl können übrigens ihr Gesicht von Werbetafeln oder Bussen prangen lassen. Abgesehen von dem innovativen Großstadtszenario gibt es zwar kaum spielerische Innovationen im Vergleich zum Vorgänger, aber warum sollte man auch mit erfolgreichen Konzepten brechen? EA Games. Diesen Herbst ist wieder Bumerang-Saison. Tasmanian Tiger Tai darf in seinem zweiten Feldzug gegen Boss Cass gleich 21 verschiedene Spezialwurfhölzer fliegen lassen. Neben dem aufrüstbaren Waffenarsenal stehen dem australischen Helden auch 5 Kampfanzüge sowie diverse Fahr- und Flugzeuge zur Verfügung. Vom U-Boot bis zum Helikopter. Mit seinen 50 abwechslungsreichen Missionen ähnelt Bush Rescue weniger einem klassischen Jump and Run als einer großen bunten Minispielsammlung. Einige Rennspiel-Levels laden gar zu Mehrspielerrasereien ein. Wenn's draußen kalt und grau wird, wird sich da so mancher Hobbyabenteurer gerne in EAs sonnige Wüsten, Strandreviere und Tropenwälder flüchten. EA Sports. It's in the game. Vom tasmanischen Tiger zum amerikanischen. Die lebende Golflegende Tiger Woods startet auch dieses Jahr wieder seine PGA-Tour auf der Konsole. Wer keine Lust hat, im Outfit eines der 15 Profispieler auf den Rasen zu marschieren, darf sich im überarbeiteten Gameface-Editor seinen eigenen Charakter basteln. Sogar dessen typische Körper- und Handhaltung beim Abschlag lassen sich festlegen. Auch für die Golfkurse hat EA Sports ein Editor-Programm entwickelt und auf den Namen Tiger Proofing getauft. Abseits der 14 vorgefertigten Kurse darf man hier selbst Landschaftsgärtner spielen und Parcours nach seinen persönlichen Vorlieben anlegen. Sowohl Form und Feuchtigkeitsgrad der Grünflächen als auch Jahreszeit und Laubfärbung liegen in Ihren Händen. Damit sollte einem entspannten On- und Offline-Turnier nicht mehr viel im Wege stehen. Nice Ego. EA Sports. It's in the game. Jahr für Jahr polieren die EA Sports Studios ihre Evergreen-Serien wieder auf Hochglanz. Den Basketballstars von NBA Live 2005 hat man neben detaillierteren Outfits nun auch individuelle Animationen spendiert. Und eine verbesserte KI soll den Spielfluss fördern. Außerdem wurde die Steuerung weiter verfeinert. So kann man nun beispielsweise vom Brett abgeprallte Bälle mit den Fingerspitzen in den Korb buxieren. EA Sports. It's in the game. Wer knallharte Konfrontationen wendigen Dribblings vorzieht, sollte bei Madden NFL 2005 auf seine Kosten kommen. Mit dem rechten Analogstick und gutem Timing lassen sich jetzt besonders kraftvolle Tacklings ausführen. Defensive Playmaker Controls eröffnen einem neue Verteidigungstricks, mit denen sich das Spielgeschick in eine günstigere Richtung lenken lässt. Im erweiterten Franchise-Modus informieren einen Nachrichtenblätter und Radioshows über den Saisonverlauf. Live from Silicon Valley, it's time once again for the Tony Bruno Show on EA Sports Radio. Die Stadionatmosphäre wiederum gewinnt durch dynamische Wettereffekte und johlende Fans. Im Create a Fan-Modus darf man sogar Football-Freaks nach seinem Geschmack gestalten und hinter die Banden schicken. EA Sports. It's in the game. Auch in den Arenen von NHL 2005 tobt das Publikum. Hier dürfen 90 Teams aus 8 Nationen EAs neue Eisphysik erproben, die Rutschbewegungen und Beschleunigung realistischer berechnen soll denn je. Die Sportler besitzen eigene Persönlichkeiten und Spielstile und sollen sich blitzschnell übers Eis dirigieren lassen.
Strategiefans dürfen über einen ausgebauten Dynasty-Modus samt E-Mail-System jubeln. Hi, liebe Leser. Wir sind hier in der San Francisco Bay Area in Redmond City. Und hier ist heute die EA Hot Summer Night, wo alle EA-Titel genau nochmal vorgestellt werden. Und wir haben uns natürlich Videos von allen Spielen besorgt und... Need for Speed Underground 2! Yeah! Okay. Shit! I was nearly there! Someone else? Bring it on, you little jerks! I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, fire, fire. Son of a... Underground, but I'm gonna f it all up. Thank you.
horrible power has been unleashed. Earth is falling under a shroud of evil. We cannot combat this darkness alone. To overcome it, we must fight as a team. United, we have hope. X-Men Legend. Los geht's mit einem richtig heißen Titel. Sakurasaka Shobotai schickt sie in der Kluft eines japanischen Feuerwehrmannes ins flammende Inferno. Anders als in Konamis Firefighter FD-18 kämpfen sie sich auf ihrer Rettungsmission jedoch nicht allein durch lodernde Gebäude. Stattdessen arbeiten sie mit mehreren CPU-gesteuerten Kollegen zusammen oder teilen sich gar mit einem Mitspieler den Bildschirm. Befreien sie gerade keine schweißgebadeten Zivilisten, dürfen sie Detektiv spielen und nach möglichen Brandursachen fahnden. Okay.
Gemächlichere Spielernaturen wählen statt der Feuerwehr wohl lieber die Zugführerkarriere. Im aktuellen Ableger der japanischen Denja de Go-Serie soll ein neuer Enjoy-Modus Neulingen einen leichteren Einstieg in die Berufssimulation bieten. Auch über den Umfang kann man nicht klagen. Gemäß rund 50 Fahrplänen darf man über 60 Züge meter- und minutengenau aus Bahnhöfen ein- und ausparken. Da wird so mancher Spieler vorm Einschlafen bald Waggons statt Schäfchen zählen. Mit der Nachtruhe der Figuren aus Vampire Panic ist es sicher nicht weit her. Als Spieler geben sie den Bewohnern eines Städtchens Geleitschutz und halten ihnen mit Hieb- und Schusswaffen sabbernde Blutsauger vom Hals. Haben sie diese Spielvariante erfolgreich beendet, dürfen sie selbst im Cape eines Untoten die Zähne fletschen. Fans der Atelier-Rollenspielserie dürfen bei Eternal Mana weiterzaubern. In der Rolle des aufstrebenden Alchemisten Crane zieht man mit seinen Gefährten durch die Fantasy-Lande, auf der Suche nach verstreuten Mana-Geistern und einer legendären Stadt. Während der Gefechte darf Crane nicht nur direkte Attacken ausführen, sondern auch Baustoffe für magische Objekte einsammeln. Den Namen Nobunaga kennen selbst westliche Spieler mittlerweile aus der Onimusha-Serie. Mit eben diesem Kriegstreiber bekommt es der Spieler in Nobunaga Senki zu tun. Hier führt man seine Armee durch das antike 2D-Japan und trägt strategisch fordernde Schlachten aus. Zwischen den Kämpfen entscheidet man in Adventure-Passagen den Fortlauf der Handlung. Während in Deutschland kein Hahn nach Pferdezuchtsimulationen kräht, sind sie im fernen Osten der große Renner. Mit der aktuellen Neuauflage aus der Derby Stallion-Reihe bekommen Hochhausbewohner einmal mehr die Möglichkeit, im engen Wohnzimmer Rassefohlen aufzuziehen und zu leistungsfähigen Rennpferden auszubilden. Im Wettstreit um den Züchterpokal können zwei Spieler ihre virtuellen Vollblüter gegeneinander galoppieren lassen. Geben Sie es zu, davon haben Sie auch schon geträumt, sich mit 5 japanischen Girlies eine 4-Zimmer-Wohnung zu teilen. Ob da Krise oder Kuscheln angesagt ist, hängt von Ihren Casanova-Talenten ab. Denn selbstverständlich geht es bei 3LDK nur um eines, sich ins Herz zumindest einer Mitbewohnerin hineinzuflirten. Aber japanische Erotikfantasien sind durchaus noch steigerbar. Das Kapitel The Daibi Jin aus der über 50-teiligen Simple 2000-Reihe dreht sich um ein monströses Bikini-Girl, das japanische Inselreich zu verwüsten droht. An Bord diverser Fahr- und Flugzeuge soll der gigantischen Schönheit auf ihrem Weg nach Tokio Einhalt geboten werden. Nur Fliegen ist schöner. Nur FIFA-Anhängern steht ein bewegter Winter ins Haus. Auch Konami macht sich bereit zum Anstoß für die neue Saison. Mit dem 4. Teil von Pro Evolution Soccer.
Dabei scheint Konami den Popularitätsbonus langsam aufzuholen, den EAs Konkurrenzreihe sich bisher mit umfangreichen Lizenzen und toller Live-Atmosphäre erkauft hat. Als Vorlage für Pro Evolution Soccer dient bekanntlich die japanische Serie Winning Eleven. Und eine PS2-Vorschauversion zu deren aktuellem Ableger konnten wir bereits ausgiebig anspielen. In technischer Hinsicht setzte diese Fassung noch keine neuen Maßstäbe. Dafür sind die Matches deutlich mitreißender präsentiert als im Vorgänger. Die Animationen der Sportler wirken realistischer, Auswechslungen und Spielerverletzungen werden in Videosequenzen zelebriert und die Torszenen sind richtig spannend aufbereitet. Auch das komplexe Gameplay wurde um zusätzliche Elemente erweitert. So beachten Schiedsrichter die Vorteilsregeln nun genauer. Verschiedene Freistoßvarianten und trickreiche Dribblings sorgen für Abwechslung und spielerische Überraschungen. Und zu guter Letzt hat sich Konami zumindest für einige seiner 60 Mannschaften endlich offizielle Lizenzen gesichert. Auch wenn Bayern München noch unter entstelltem Namen einmarschieren muss, dürfen nun immerhin Teams aus Holland, Spanien und Italien mit Originaltrikots und Besetzung auf den Rasen. Von der Wüste in den Dschungel. Mit Conflict Vietnam versetzen sie die Macher von Conflict Desert Storm nun mitten hinein in einen der blutigsten Kriege der Geschichte. Eine spielbare Xbox-Version des Taktik-Shooters können wir Ihnen hier bereits vorführen. Während einer Großoffensive der Nordvietnamesen werden sie mit drei Kameraden von ihrer Einheit getrennt und versuchen nun auf eigene Faust einen Weg aus dem Schlamassel zu finden. Natürlich treffen sie dabei auf erbitterten Widerstand der Vietcong. Von Tretminen bis zur Panzerfaust bieten diese ein mannigfaltiges Arsenal auf, um ihren Urwaldtrip so ungemütlich wie möglich zu machen. Gegen eine solche Übermacht sollten sie aus der Deckung heraus agieren oder ihre Gegner von hinten überraschen. Ihre Kollegen haben individuelle Fähigkeiten und Schwächen, die sie berücksichtigen müssen, wenn sie ihr Team effektiv einsetzen wollen. Wahlweise dirigieren sie die GIs einzeln oder erteilen dem gesamten Quartett Befehle. Auf diese Weise können sie ihre Kameraden metagenau koordinieren, während sie in unerkundetes Gelände vorrücken. Sie kriechen jedoch nicht nur durchs Unterholz, sondern finden sich zum Beispiel auch am Steuer eines Panzers wieder. Damit dürfen sie dem Feind die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten nachdrücklich demonstrieren. An dem eher taktisch orientierten Spielablauf werden Freunde gründlicher Planung ihre Freude haben. Anhänger unkomplizierter Action werden sich jedoch erst daran gewöhnen müssen, nicht frontal auf alles loszustürmen, was sich bewegt. Ansonsten könnte ihr Ausflug nach Vietnam schneller enden, als ihnen lieb ist. Bewegt euch! Los! Acclaims Tuning-Orgie Choost ist noch einmal knapp an unserer Testrubrik vorbeigezischt. Trotzdem wollten wir Ihnen einen Blick auf diese fast fertige deutsche Version nicht vorenthalten. Wer sich in diesem Arcade-Racer der anspruchsvolleren Art zum Straßenkönig hocharbeiten will, muss nicht nur den Umgang mit Steuer, Gas und Bremse beherrschen, genauso wichtig ist die richtige Ausstattung.
Mit 100 verschiedenen Markenteilen verpassen sie ihrem Geschoss die gewünschten Fahreigenschaften, um im Wettbewerb gegen rivalisierende Hobbyraser zu bestehen. Okay, dafür mache ich's. Und zu guter Letzt sollten sie ihre Manieren nicht vergessen. Wer im Duell zu sehr den Straßenraudi raushängen lässt, macht sich nicht nur bei der Konkurrenz unbeliebt, sondern auch bei potenziellen Mitgliedern fürs eigens zusammengestellte Rennteam. Zeigen sie sich hingegen fair und trotzdem risikobereit, steigen sie im Ansehen bei ihren Kollegen. Wie wär's damit? Du hast echt so viel Geld, Mann. Mit solchen Strategieelementen könnte Juiced eine interessante Abwechslung zur Need for Speed Underground und Co. bieten. Ob der Balanceakt zwischen reifenqualmenden Driftrasereien und karriereorientierter Simulation auch über längere Zeit motiviert, erfahren Sie demnächst in unserem Testbericht. Noch nie was von GameTrack gehört? Da sind sie nicht allein. Bevor uns die Hersteller ihr Produkt unter die Nase hielten, konnten wir uns unter dem Namen auch nicht viel vorstellen. Und das ist eigentlich schade, denn mit dem richtigen Marketing hätte das Gerät das Zeug, Sonys iToy ernsthaft Konkurrenz zu machen. It's great, because you really get into it. Thinking about what you can do with this. Während die iToy-Kamera die Bewegungen eines Spielers nur zweidimensional und vor einem einfarbigen Hintergrund ablesen kann, funktioniert GameTrack in jeder Umgebung und in 3D. Neben der Fußmatte für Befehlseingaben dienen zwei dünne Schnüre als wichtigste Steuerungsinstrumente. Die beiden Leinen von je 3 Metern Länge übermitteln die Bewegungen des Spielers an das Gerät. Das wiederum projiziert sie fast millimetergenau auf den Bildschirm. Mit den dazugehörigen Ösen lassen sich die Schnüre an so ziemlich jedem beliebigen Objekt befestigen. Für das First-Person-Prügelspiel Dark Wind benutzt man am besten die mitgelieferten Handschuhe. Um Lufttennis, Angeln oder Golf zu betreiben, kann man einen entsprechenden Schläger an die Schnüre haken. Oder, falls gerade keiner greifbar ist, zumindest eine stabförmige Attrappe. Die geplanten Projekte für das GameTrack reichen von Tanzspielen über Basketball-Simulationen bis zu Schwertkämpfen und sollen auch Splitscreen-Modi unterstützen. Kinofans wird beim Anblick der Testprogramme für Quidditch-Turniere und Lichtschwertduelle das Herz höher klopfen. Unter Dach und Fach sind die entsprechenden Lizenzprojekte allerdings noch nicht. Doch so genial einfach das Prinzip von GameTrack auch sein mag, das Hightech-Spielzeug hat seinen Preis. Das Startpaket inklusive dem Beat'em'up Dark Wind soll für 99 Euro in die Regale gehen. Come in and play. Man nehme Auszüge der Konsolenhits Metal Gear Solid und Splinter Cell und vermische sie mit den beliebtesten Klischees aus Kinokassenknüllern wie Mission Impossible und James Bond. Würzen sie mit einer Prise Anime-Charme und rühren sie das Ganze kräftig durch. Fertig ist Spy Fiction, ganz selbstbewusst und ungeniert aus allen Ecken zusammengeklaute Agenten-Action. Sie schlüpfen wahlweise in die Rolle von Billy Bishop oder Sheila Crawford, zweier Elite-Agenten der geheimen Organisation C. Ihr Auftrag? Legen Sie der verbrecherischen Gruppierung Enigma das Handwerk. Die obligatorische Weltrettung können Sie dabei gleich miterledigen. Schließlich bedrohen die Top-Terroristen die Menschheit mit der Freisetzung eines tödlichen Virus. In klassischer Agentenmanier schleichen, schießen und tricksen sie sich durch etliche abwechslungsreiche Missionen auf der ganzen Welt. Keine Frage, dass dabei neben dem klassischen Schusswaffenarsenal auch etliche coole Gadgets wie Betäubungsrasierer oder Spider-Crips zum Einsatz kommen.
Das absolute Highlight im Inventar ist aber zweifellos ihr Hightech-Tarnanzug, der sie chamäleonartig mit den verschiedensten Hintergründen verschmelzen lässt, solange sie sich nicht bewegen. Vor allem aber können sie damit fast jede Person im Spiel mimen, von der sie zuvor mit einer Spezialkamera Bilder geschossen haben. So lungern sie nach Herzenslust in sensiblen Bereichen herum, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Die bunte Mischung aus taktischer Schleicherei und handfester Action dürfte in Verbindung mit der spannenden, wendungsreichen Story Hobbyspitzel und Elitekämpfer gleichermaßen interessieren. Abteilung Schicksale, die man selten in der Klatschpresse findet. Direkt nach der Geburt wurden Yakimaru Gliedmaßen, Organe und andere mehr oder weniger entbehrliche Körperteile entfernt. Im Austausch für die guten Stücke versprachen geschäftstüchtige Dämonen seinem Vater Macht und Einfluss. Wer könnte da schon widerstehen? Im Action-Adventure Blood Will Tell macht sich der Held Jahre später mit Kumpel Dororo auf die Jagd nach seinem versprengten Körper. Erwartungsgemäß rücken die monströsen Fleischsammler die Prachtstücke nicht ohne ein wenig Überzeugungsarbeit heraus. Doch Yakimaru ist seit seiner Verstümmelung mit zahlreichen Prothesen und Implantaten ausgestattet, die es buchstäblich in sich haben. Schließlich versteckt nicht jeder Schwerter in seinen künstlichen Armen oder gar einen Raketenwerfer im Knie. Gar keine Frage, dass dieser Selbstfindungstrip der etwas anderen Art für so manchen Dämon und seine Schergen unerfreulich enden wird. Die Monsterdichte in den üppig dimensionierten 3D-Welten verspricht reichlich Schnetzelstoff und im Verlauf der Story sollen sie sich sogar an dem einen oder anderen Rätsel erquicken dürfen. Neben besagten Einbaugeräten und etlichen Spezialfähigkeiten greifen sie auch auf einen Fundus konventioneller Waffen zurück. Außerdem verfügt der Held über spektakuläre Angriffskombos, mit denen sie sich ihrer Gegner besonders effektvoll entledigen können. Ein Highlight dürfte der Kooperativmodus darstellen. Dort kann ein menschlicher Mitspieler ihren Begleiter Dororo steuern und mit ihnen in den Kampf gegen das Böse ziehen. Einer gepflegten Gliederhatz in guter Gesellschaft steht somit nichts mehr im Wege. Übrigens, einen coolen Trailer zu Blood Will Tell finden Sie in unserer Extra-Rubrik. Oh, me? Welcher Nostalgie-Consolero vermisst nicht die guten alten 2D-Zeiten, in denen es mehr auf ein motivierendes Gameplay statt auf grafische Opulenz ankam? Bitteschön, Capcoms neuester Insider-Hit Beautiful Joe besticht mit feinster, von links nach rechts scrollender Optik, gewürzt mit modernen 3D-Effekten. Die Story könnte schlichter nicht sein. Joe besucht mit seiner Freundin den neuesten Film ihres Helden Captain Blue im örtlichen Lichtspielhaus. Ein größenwahnsinniger Leinwandroboter nimmt allerdings nicht viel Rücksicht auf die junge Liebe und kidnappt kurzerhand Joes Partnerin. Als echter Mann lässt man sich so etwas natürlich nicht gefallen. Der Spieler kämpft und rätselt sich fortan durch feuchte Verliese und monsterverseuchte Stadtviertel. Die Szenarien sind in schönster Cell-Shading-Optik gehalten und passen gut zu den kombolastigen Keilereien. Dreh- und Angelpunkt des Spiels sind Kräfte, die es einem erlauben, die Zeit zu kontrollieren. Mit der Verlangsamungstechnik kann man zum Beispiel noch spektakulärere Angriffe ansetzen. Die Machgeschwindigkeit beschleunigt den Spieler und setzt ihn sogar in Brand, während die Zoom-Funktion Joe in einen schlagkräftigen Riesen verwandelt. Ja.
Einzeln oder in Kombination miteinander können die Kräfte auch dazu verwendet werden, diverse Rätseleinlagen zu lösen. Die PS2-Fassung kommt grundsolide daher und bietet, abgesehen von einigen Rucklern bei hohem Gegneraufkommen, abwechslungsreichen Prügelspaß in netter Filmatmosphäre. Wer Geduld mitbringt und die 7 Episoden durchspielt, kann als Bonuscharakter Dante aus Devil May Cry freispielen. Natürlich als Karikatur seiner selbst. So schwer wie verdorbenes Essen lag Motorradfans Riding Spirits 2 im Magen, das als eine der wenigen Zweirad-Simulationen für die PS2 auf der ganzen Linie enttäuschte. Heftiges Kantenflimmern, mieses Geschwindigkeitsgefühl und unrealistisches Fahrverhalten. Da hat Chesters TT Superbikes einiges an Wiedergutmachung zu leisten. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass es sich hier um ein wesentlich besseres Rennspiel handelt. Im Arcade-Modus nimmt man an Rennen auf dem berühmten Straßenkurs der Isle of Man teil. Der 60 Kilometer lange Kurs ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die im Challenge-Modus motivierende Herausforderungen bereithalten. Der Fuhrpark besteht aus unzähligen lizenzierten Motorrädern, die toll aussehen und spürbare Unterschiede im Fahrverhalten aufweisen. Da die Rennen zudem sehr flüssig und schnell laufen, sind schwitzige Finger garantiert. Wenn man von der etwas unspektakulären Optik und den gelegentlichen Pop-ups absieht, präsentiert sich TT Superbikes fast schon als Geheimtipp für Fans motorisierter Zweiräder. Ob sie sich an den superanimierten Tricks freuen oder aus der Ego-Perspektive die Empfindlichkeit ihres Magens testen, der Titel wirkt realistisch und ist dennoch leicht zugänglich. Als besonderes Highlight wurde übrigens auch der Mad Sunday ins Spiel integriert, an dem sie es nicht nur mit Motorradbesessenen, sondern auch mit gewöhnlichen Verkehrsteilnehmern zu tun bekommen. Knackige Crashs sollen in Test Drive Eve of Destruction alle Blechvernichtungsfetischisten beglücken. Neben diversen Arena-Kämpfen stürzen sie sich beispielsweise in halsbrecherische Selbstmordrennen. Dabei befahren 2 Gruppen von Kombattanten die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Gründliches Verschrotten des Gegenverkehrs verschafft ihnen Punkte, mit denen sie neue Autos oder Strecken freischalten können. Gute Fahrphysik und ein detailliertes Schadensmodell verhelfen der fröhlichen Altmetallerzeugung zum nötigen Anspruch. Endlich dribbeln die NBA-Ballers auch durch Deutschland. Midways Basketball-Simulation begeistert amerikanische Spieler bereits seit dem Frühjahr mit seiner super detaillierten Grafik und seinem fetzigen Gameplay. In der Rolle seines Lieblingsstars oder eines selbst kreierten Sportlers darf man mit vielen flinken Moves jonglieren, coole Kombos vollführen und sogar Pässe an seine Kumpels jenseits der Linie geben. Wer gut spielt, steigert automatisch auch die Kondition seiner Figur. Außerdem gibt's tonnenweise freispielbare Features. Von neuen Outfits und Special Moves bis hin zu Einrichtungsstücken fürs virtuelle Luxusanwesen. Schließlich will man nicht seine ganze Karriere lang nur in den Gärten seiner Idole herumtollen. Wollten Sie schwafelnden Trainerknalltüten und stümpernden Kickerluschen schon immer zeigen, wie man es richtig macht? Dann sind Sie bei Fußballmanager 2005 richtig. Hier übernehmen Sie die komplette Kontrolle über einen Fußballverein Ihrer Wahl. Nicht nur um Sponsorengelder, Spielertransfers und Stadionerweiterung müssen Sie sich kümmern, auch für die alltäglichen Belange des Spielbetriebs sind Sie verantwortlich. So dürfen Sie die Mannschaftsaufstellung bestimmen, eine Spieltaktik ausklügeln und die Bemühungen Ihrer Balltreter dann komplett in 3D verfolgen.
Dank der zahlreichen nachgebildeten Facetten des realen Fußballgeschäfts erwartet Freunde des runden Leders stundenlanger Spielspaß pur. Yeah, let's get out of here on the double. Yes. Alle Wege führen nach Südostasien. Wie schon Shellshock NEM 67 und Conflict Vietnam entführt sie jetzt auch der Taktik-Shooter Viet Cong Purple Haze in den Dschungel Vietnams. Aus der Ego-Perspektive stapfen, warten und kriechen sie als Mitglied eines sechsköpfigen US-Elite-Teams durch gefährliche Missionen im Feindesland. Um die zahlreichen Begegnungen mit gegnerischen Truppen heil zu überstehen, greifen sie auf ein Arsenal originalgetreuer Waffen zurück. Allerdings sollten sie wohl überlegt vorgehen und ihre Kameraden geschickt einsetzen, um mit den ziemlich treffsicheren Viet Cong fertig zu werden. Attack! Für verträumtere Naturen hat Konami Suikoden 4 in Vorbereitung. In einer spielbaren Demo konnten wir bereits mit einigen der 108 Spielfiguren Bekanntschaft schließen und mit verschiedenen rollenspieltypischen Monstern. Das rundenbasierte Kampfsystem funktioniert in 3D soweit prima. Und auch mit den Charaktermodellen haben sich die Entwickler Mühe gegeben. Die Hintergründe hingegen wirken im Vergleich zu anderen Genre-Titeln noch arg kahl. Ob sich daran bis zur Fertigstellung des Spiels noch was ändert? Neue Spielszenen gibt es hier zu Virtua Quest, das wir Ihnen bereits unter dem Arbeitstitel Virtua Fighter Cyber Generation vorgestellt haben. Von der Virtua Fighter-Serie setzt sich das Spiel mit niedlicher Knuddelgrafik und Adventure-Charakter ab. Held der Verkloppungsorgie ist Jüngling Sei, der sich mittels sogenannter Virtua Souls die Fähigkeiten der klassischen Virtua Fighter-Heroen aneignet. Anschließend tritt er an, die finsteren Weltzerstörungspläne einer machtgierigen Organisation zu vereiteln. Mit seinen neu erworbenen Kampfkünsten vermöbelt er die beachtliche Gegnerschar nach Strich und Faden. Somit dürfen auch eingefleischte Beat'em-up-Fans auf ihre Kosten kommen. Wenn Ihr Hunger nach opulenter Japan-Action noch nicht gestillt ist, sollten Sie sich Red Ninja End of Honor ansehen. Sie schlüpfen in die Rolle der bezaubernden Kurenai, die nach der Ermordung ihres Vaters durch den gefürchteten Black Lizard Clan auf Rache sind. Mit dem Tetsugen, einem speziellen Draht mit einer Klinge am Ende, beginnen Sie die blutige Abrechnung mit Ihren Feinden. Mitunter führen auch weniger drastische Maßnahmen zum Erfolg. An Wachen können sie sich vorbeischleichen oder sie mit Kurenais betörendem Charme übermannen. In den großen, abwechslungsreichen Spielwelten dürfen sich Anhänger kurzweiliger Ninja-Action wie zu Hause fühlen. In Terminator 3 The Redemption ballert sich unser aller Arnie zunächst durch die Gegenwart, später dann durch die postapokalyptische Zukunft. Sein Ziel ist es natürlich, den bösen Terminator X zu finden, der auf der Jagd nach John Connor ist. Aus der Third-Person-Perspektive legt sich der T-800 zu Fuß, per Auto, auf dem Motorrad oder sogar im Hubschrauber mit Skynet an. Das fertige Spiel besitzt hoffentlich einen saubereren Bildaufbau als diese Vorschauversion. Auf jeden Fall aber bietet der Titel markige Actionkost inklusive Schwarzeneggers Originalstimme und Renderantlitz. Ungebremster Zerstörungswut frönen sie mit Godzilla Save the Earth. Wahlweise alleine oder mit menschlichen Kollegen dürfen sie in 9 verschiedenen Spielmodi Amok laufen.
Auch ein Online-Modus wird zur Verfügung stehen. Wählen Sie Ihr Lieblingskostüm, greifen Sie sich den nächsten Wolkenkratzer und knüppeln Sie die verstümmelte Bausubstanz einem von mehr als 18 konkurrierenden Schuppenträgern um die Ohren. Wird es Ihnen in den bröckelnden Ballungszentren wie New York oder Tokio zu heiß, können Sie sich unter Wasser nach neuen Betätigungsfeldern umsehen. Entschuldigung, wollte ich nicht. Scheinheiliger kann eine Ausrede wohl nicht sein. Insbesondere dann, wenn man Burnout 3 spielt. Beim Rennspielhammer von EA gibt es nämlich sogar Bonuspunkte und Extra-Boosts für Rivalen, die man gegen Hindernisse drängt. Wer den Titel also online oder per Splitscreen mit seinen Freunden zocken will, sollte sich auch auf handfesten Krach neben der virtuellen Piste einstellen. Um es auf den Punkt zu bringen. Burnout 3 ist der beste Arcade-Racer, den die Konsolenwelt je gesehen hat. Das liegt zum einen an der hervorragenden Technik und zum anderen am grenzenlos motivierenden Spielprinzip. Sie heizen über vielbefahrene Kurse und schlängeln sich durch den Verkehr. Für besonders riskante Fahrmanöver werden sie mit Turbo-Boosts belohnt, der auch die letzten kmh aus ihrem Auto und das letzte bisschen Adrenalin aus ihnen herauskitzelt. Können Sie einem der zahlreichen Sonntagsfahrer mal nicht rechtzeitig ausweichen, endet die rasante Hatz kurzzeitig in einem cool animierten Crash. Während die Funken fliegen und das Glas splittert, behalten Sie dennoch die Kontrolle über Ihr Gefährt. Auf diese Weise können Sie es in Zeitlupe in eine Position befördern, in der Sie auch die Kontrahenten in den Unfall verwickeln. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Wenn Sie gar nicht genug von den spektakulären Unfällen bekommen können, dann werden Sie den Crash-Modus in Burnout 3 lieben. Hier gilt es, an 100 verschiedenen Orten so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Anders als im Vorgänger ist aber nicht mehr nur entscheidend, wie Sie eine Kreuzung oder ein Stauende anfahren, sondern auch, welche Bonusobjekte Sie dabei einsammeln. Zudem lässt Sie der sogenannte Crashbreaker noch ein weiteres Mal durch die Luft fliegen, nachdem Sie bereits als regungsloser Schrotthaufen am Straßenrand liegen. Burnout 3 hat also alles, was ein spaßiges Rennspiel haben muss. Neben der atemberaubenden Renn-Action und den tollen Mehrspieler-Modi überzeugt der Titel auch mit einer erstklassigen Optik und einer allzeit flüssigen Performance. Wenn überhaupt irgendjemand keine Freude an dem Titel haben könnte, dann sind das wohl Kfz-Versicherer. Jetzt.
Willkommen zum Duell der gehirnmanipulierten Psi-Freaks. Witzigerweise stehen uns diesen Herbst gleich zwei Action-Adventures mit nahezu identischem Konzept ins Haus. Sowohl bei Second Sight als auch bei PsyOps erwacht der Spieler in der Haut eines Supersoldaten in einem Forschungskomplex. Ohne klare Erinnerungen, dafür mit übersinnlichen Fähigkeiten. Wie ähnlich sich die beiden Titel auf den ersten Blick sind, können Sie sich anhand der beiden Trailer in unserer Extra-Rubrik vor Augen führen. Trotzdem, bei genauerer Betrachtung besitzt jeder von ihnen seinen ganz eigenen Reiz. Reaktorüberlastung. Alle Mitarbeiter in die Sicherheitszonen. Alle Mitarbeiter in die Sicherheitszonen. PsyOps von Midway ist ein wahres Fest für Fans kitschiger Science-Fiction-Romane und B-Movies. Kernige Muskelpakete, die Kraft ihrer Gedanken ganzer Lastwagen durch die Lüfte schleudern, vollbusige Kampf-Amazonen aus Ostdeutschland und schleimige Tentakelmonster. So viel Trash funktioniert nur, wenn man ihn auf die leichte Schulter nimmt. Und das hat Midway erfreulich locker hinbekommen. Egal ob Nick Scryer seine Gegner per Telekinese von Brücken schmeißt oder ihnen die Lebensenergie aus den Gehirnen zapft, das Spiel nimmt sich nie wirklich ernst. Und natürlich macht es mehr Spaß, Gegenstände in Flammen aufgehen zu lassen oder Kisten und Handgranaten durch die Luft zu teleportieren, als immer nur ordinäre Schusswaffen leer zu schrotten. Wer ist da? Gelegentlich muss man Nicks Fähigkeiten auch heimlich einsetzen, um kleinere Rätsel zu knacken. So kann man mit Hilfe schwebender Objekte Hindernisse überbrücken oder Selbstschussanlagen ablenken. Per Mind Control darf man gar in die Körper eines Widersachers schlüpfen und zum Beispiel dessen Kompane hinterrücks ausschalten oder wichtige Zugangscodes ausspionieren. Mit seiner gewitzten Spielmechanik, seiner abgedrehten Story und einer ordentlichen Präsentation liefert PsyOps spannende Action-Unterhaltung für Trash-Liebhaber mit robustem Magen. Auf Teil 2 wird man wohl nicht allzu lange warten müssen. Dafür werden Sie bezahlen. Look at me. I'm your friend. I'm the only friend you have left. They're killing the children. Oh, they're going to America. Grenko, no one is going anywhere. He'll slaughter us all. I've seen it happen. That's not true. You can't know. Free Radical, die Macher von Timesplitters, versuchen mit Second Sight das Action-Adventure-Genre gehörig aufzupeppen. Gleichzeitig treten sie mit Midway PsyOps gegen einen starken Konkurrenztitel an, allerdings mit Erfolg. Ähnlich wie beim actionlastigeren Genre-Kollegen erwacht man bei Second Sight ohne Erinnerung, körperlich und seelisch völlig gebrochen in einem geheimen US-Militärlabor. Erst später kehren die Erinnerungen zurück und es wird deutlich, dass John Wettig Teil einer fehlgeschlagenen Top-Secret-Operation in Sibirien war. Von hier ab wird das Spiel in zwei Handlungssträngen erzählt. Zeitweise forscht der mit telekinetischen Kräften ausgestattete John nach dem Ursprung seiner übernatürlichen Kräfte. Dann wieder befindet er sich in der Vergangenheit und kämpft im Rahmen einer militärischen Mission ums nackte Überleben. In den sogenannten Flashbacks nimmt man direkten Einfluss auf das bereits Geschehene und kann zum Beispiel Totgeglaubte wiederbeleben. Wie die Story hat aber auch der Spielspaß zweierlei Seiten.
In Johns Vergangenheit schleicht, duckt und ballert man sich mit recht abgedroschenen Methoden durch die Levels. Umso mehr Spaß machen die Abschnitte in der Gegenwart, wo man mittels Telekinese Gegenstände oder sogar Menschen durch die Luft wirbelt, sich heilt und Schockwellen abfeuert. John kann sich obendrein unsichtbar machen, um unbehelligt durch die Gegnerreihen zu marschieren und seinen Geist in den Körper eines Feindes wandern lassen, um dessen Verbündete zu ermeucheln. Grafisch wirkt das Spiel leider recht trist. Bis auf die Psi-Effekte bleibt es meistens sehr texturarm. Dennoch vermag Second Sight mit seinen interessanten Psychokräften, der eingängigen Steuerung und nicht zuletzt der atmosphärischen Musikuntermalung zu fesseln. Was den Einsatz von Psi-Kräften angeht, beweist der Titel sogar noch mehr Abwechslungsreichtum und Fantasie als sein Midway-Rivale. Der bietet zwar mehr kernige Actionkost und B-Movie-Feeling, doch wer größeren Wert auf eine tiefgängige Story legt, ist mit Second Sight besser bedient. What a dump. Why here? Yeah, his old neighborhood. Couldn't face the music after he screwed up in Russia. When AWOL never was officer material. Seifenfilter, The Omega Strain, versetzt sie in die Rolle eines amerikanischen Klischee-Agenten, der in 17 Missionen die Welt vor Terroristen und Massenvernichtungswaffen befreien muss. Das Spiel verzichtet weitgehend auf Rätsel oder Schleicheinlagen à la Splinter Cell. Dafür geht es baller- und explosionstechnisch ordentlich zur Sache, wobei die Grafik eher von gestern ist. Zudem vermisst der unfaire Schwierigkeitsgrad das letzte Quäntchen an Motivation. Neun der 17 Missionen lassen sich übrigens mit bis zu 3 Freunden online austragen, wobei den Spielern zusätzliche Einsatzziele geboten werden. Das kann aber leider die grafischen und spielerischen Mankos auch nicht mehr ausgleichen. Mit Dot Hack Part 3 beschert Bandai den Fans der komplexen Rollenspielserie ein neues Cyberspace-Abenteuer. An der Seite von Kite und seinen Freunden dringt man weiter in die simulierte Internetwelt The World vor. Man knüpft Beziehungen über virtuelle E-Mails und Messageboards und duelliert sich in Echtzeit mit zahlreichen Monstern. In einem neuen Minispiel darf man sogar aufgezogene Grunties, die knuffigen Haustiere des Fantasy-Reiches, auf Itemsuche schicken. Kenner der Vorgänger können die Charakterwerte ihres Helden wieder per Memory Card ins neue Spiel übertragen. Einsteiger hingegen sollten erstmal zu Teil 1 greifen, um der immer komplexer werdenden Story folgen zu können. Did I leave him behind again? Where is he? Um meinen alten Kumpel, den Fischer Sam, zu besuchen, da fliege ich doch glatt nach Montreal, denn hier steht bekanntlich die Geburtswiege von Splinter Cell. Das Ubisoft-Studio hat eingeladen, um erstmals den dritten Teil in Ruhe anzuspielen. Ja, und wir haben jede Menge Detailinfos und Impressionen auf Video. Mit der Vorstellung einiger Entwicklungsteammitglieder beginnt die Pressekonferenz von Ubisoft. In den nächsten Stunden werden wir viele neue Details über Splinter Cell 3 erfahren und auch einige eindrucksvolle Spielszenen erleben. Schon in der Auftaktmission werden die Nerven schwer gekitzelt. Sam Fisher soll den Computerexperten Bruce Morgenhold aus der Gewalt peruanischer Guerillas befreien. Denn die Geisel verfügt über brisantes Insiderwissen zur Computerkriegsführung anno 2008. Bei diesem Level ist das Eindringen in eine bestens bewachte Bank gefragt.
Da Sam Fisher außerhalb der Schalteröffnungszeiten etwas abheben will, sucht er sich einen unauffälligen Hintereingang. Bevor er sich durch die Luke abseilt, schießt der gewissenhafte Agent eine fernsteuerbare Haftkamera ab und checkt die Lage mit Wärmesicht. Dadurch werden Wachen- und Laserstrahlengitter des Alarmsystems deutlich. Da die Luft halbwegs rein ist, wagt sich Sam ganz vorsichtig in das Gebäude. Weiter geht es auf enger Tuchfühlung. Dieser Wachposten trägt einen Sender bei sich, der die Lasersensoren in seiner Nähe deaktiviert. Um den Alarm nicht auszulösen, folgt Sam ihm in wenigen Zentimetern Abstand und verabschiedet sich schließlich mit einem liebevollen Würgegriff. Die einzelnen Karten von Splinter Cell 3 sind 2 bis 3 Mal so groß wie in den Vorgängerspielen. Die Levels können viel umfangreicher sein, weil wir dynamisches Nachladen haben. Für statische Meshes, für Texturen, für Sound. Das macht einen enormen Unterschied. Vielleicht hast du bemerkt, dass es bei Verwendung der Haftkamera eine winzige Verzögerung gibt, bis du mit ihr verbunden bist. Das wirkt realistisch, aber der eigentliche Grund dafür ist der dynamische Ladevorgang. Dass du auch zu Kameras schalten kannst, die sich in einer anderen Zone befinden, muss in diesem Fall das Texturenset geändert werden. Hey, da war doch was. Sam schlich im Rücken des Wächters vorbei, doch der bemerkte die Bewegung im Spiegel. Weg damit! Die Computergegner reagieren auch auf den Anblick verdächtiger Schatten. In dieser Badeanstalt registrieren wir entzückt eine Wasserlache, die den betäubenden Stromstoß unserer Waffe zu den Wachposten weiterleitet. Dessen Aufschrei hat den Kollegen aus dem Nebenraum alarmiert, dessen erhöhter Stresslevel an seinen Bewegungen erkennbar ist. Er sieht sich öfter um, geht bevorzugt an Wänden entlang, um bessere Deckung zu haben. Also lenkt man den guten Mann mit einem Wurfgeschoss in die falsche Richtung ab. Alle Tricks sind gefragt, um dem Feind die Sichtverhältnisse zu vermiesen. Die Betätigung eines Ventils sorgt in diesem Poolraum für eine extra Portion Nebel. Gut so, denn Agent Fischer hat sein Wärmesichtgerät eingepackt. Die bösen Buben dagegen nicht. Sein nagelneues Messer nutzt Sam nicht nur als Nahkampfwaffe, sondern schneidet sich damit auch so manchen Weg frei. Splinter Cell 3 verspricht ein offeneres Level-Design, bei dem es mehr zu entdecken und experimentieren geben soll. It is very, very challenging to make multiple. Es ist sehr schwierig, verschiedene Lösungswege und nicht-lineare Missionszielstrukturen zu machen. Vor allem, da wir das Szenario stark im Level-Design integrieren wollen. Wenn du zum Beispiel eine Wache verhörst, um einen Zahlencode zu erhalten, gibt es einen bestimmten Dialog. Falls du aber zuerst das Schloss hackst und dann diese Wache ausquetscht, benötigst du den Zahlencode ja nicht mehr, also wird Sam etwas anderes fragen. Das ist für uns wie ein großes Puzzle, denn abhängig davon, wo du herkommst und was du bisher gemacht hast, multipliziert sich die Anzahl der möglichen Dialoge. Dadurch schaffen wir einen hohen Replay-Anreiz, wenn ein Spieler sich sagt, oh, ich habe diese Mission schon mal gespielt, was passiert wohl, wenn ich etwas anderes versuche? Die Hardcore-Spieler werden es lieben, denn sie werden verschiedene Wege entdecken, um voranzukommen und Bonus-Missionsziele zu erhalten. Es trägt viel dazu bei, das Spielerlebnis abzurunden. Neues Gadget für Energiesparer. Bisher mussten Verdunkelungsfans Lampen zerstören, was mit viel Scherben und Wachpersonal Argwohn verbunden war. Doch jetzt können Leuchtkörper auch vorübergehend deaktiviert werden, indem sie die Kurzschlussmunition OCP einsetzen. Gemeinsame Sache machen hier 2 Ubisoft-Mitarbeiter im Koop-Modus. In 4 speziell dafür designten Karten ist Agentenzusammenarbeit mit einer Reihe von Teamwork-Steuerungskniffen gefragt. Ein weiterer Koop-Move, den wir zum Beispiel im Spiel haben, nennt sich doppeltes Abseilen. Der Spieler, welcher auf dem Gebäudedach das Seil hält, kann sich damit nach links und rechts bewegen. Sein Teamkamerad, der am Seil hängt, darf dagegen rauf und runter klettern. Wenn du also einen Gegner am Fenster siehst, kannst du deinem Partner sagen, bitte nach rechts, sonst werde ich beschossen. Der Spieler auf dem Gebäude muss seine Balance halten. Er wird versuchen, sich
sich nicht zu viel zu bewegen. Sonst verursacht das Seil lautere Geräusche und die Gegner werden dich entdecken. Im Koop-Modus werden also beide Spieler ständig etwas gemeinsam zu tun haben. 3, 2, 1, auf sie mit Gebrüll, aber erst nach Absprache mit dem Teamkameraden. Geht der Partner mal zu Boden, können sie ihn innerhalb von 30 Sekunden wiederbeleben. Das geht allerdings nur zweimal pro Einsatz. Welchen Draht sollte ich gleich wieder durchschneiden? Spätestens bei der gemeinsamen Sprengstoffentschärfung werden einem die Vorzüge sorgfältiger Kommunikation bewusst. Hallo liebe Leser, ich sitze hier vor dem EA Sports Hauptquartier in Vancouver und wir schauen uns heute mal FIFA 2005 genau an und haben nachher noch ein richtig cooles Interview mit Danny Isaac, dem Producer des Spiels. Okay, los geht's! Der Anstoß zur neuen FIFA-Saison lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wir durften vorab schon mal zum Probetraining bei Electronic Arts Canada antreten. Hier ist man von Kopf bis Fuß auf Sport eingestellt. Dieses Entwicklungsstudio mit seinen rund 1400 Angestellten ist auch die Geburtsstätte von Serientätern wie NHL oder NBA Live. Die manchmal etwas umständliche Ballannahme gehörte zu den traditionellen FIFA-Erbsünden. Doch bei der 2005-Version wirkt der gesamte Spielablauf spritziger, weil man sofort gezielt mit dem Leder umgehen kann, ohne erst eine Ballkontrollanimation abzuwarten. Die Steuerung ist dabei erfreulich unkompliziert. Einfach im Moment der Annahme den rechten Analogstick in die gewünschte Richtung drücken. Im Nu legt man sich dadurch den Ball vor, lässt ihn zu einem Mitspieler abtropfen, zaubert mit der Hacke und vernascht so manchen Gegenspieler. Wir schnappten uns den Exil-Engländer Danny Isaac, seines Zeichens Produzent der FIFA-Fußballserie, für eine Spielanalyse der 2005er-Version. Das Wichtigste an FIFA 2005 ist das First-Touch-System. Wir haben das Gameplay überarbeitet, um die Ballkontakte kontrollierbar und flüssig zu gestalten. Es soll wie ein echtes Fußballspiel verlaufen. Von deutschen Presseleuten weiß ich, dass sich die Kunden Wettereffekte wünschen. Also haben wir jetzt Regen im Spiel. Und ja, die Ballphysik wird davon beeinflusst. Der Torwart hat den Ball nicht mehr so gut im Griff. Bei FIFA 2005 wird kein Match dem anderen gleichen. Nicht nur auf dem grünen Rasen hat sich einiges getan. Der Karrieremodus wirkt in FIFA 2005 deutlich komplexer und motivierender. Sie können jetzt auch Personal einstellen und werden übersichtlicher über Mannschaftsstärke und Arbeitsplatzsicherheit informiert. Bis zu 15 Saisons lang können Sie nach Titeln und neuen Vereinen streben. Wer es dabei etwas flotter haben will, kann einzelne Partien auch im Schnelldurchlauf simulieren lassen, mit der Option, jederzeit selber ins Spielgeschehen einzugreifen. The centre forward powers an unstoppable header into the bottom corner. I wouldn't say we get desperate when we think about new features. Wir müssen sicherstellen, dass die Features, die reinkommen, nicht nur Fluff sind, also reine Kosmetik oder Selbstzweck. Sie müssen fundamental für den Sport sein und wir müssen genug Zeit aufwenden, damit sie richtig integriert werden. Wir kommen jetzt gerade in die Phase, wo wir damit beginnen, FIFA 2005 fertigzustellen. Gleichzeitig beginnen wir, die Version für nächstes Jahr zu planen und es schwirren schon einige Ideen herum. Ich werde mich wieder mit der Presse hinsetzen, um viel Feedback zu erhalten, was wir noch in das Spiel aufnehmen sollten. Auch dieses Jahr glänzt FIFA wieder mit realistischen Teams, Spielernamen und Gesichtern. Bei den 18 Ligen sind sowohl erste als auch zweite Bundesliga vertreten. Wenn Ihnen das immer noch nicht genug ist, können Sie mit Editoren Turnierregeln oder super detaillierte Spielfiguren selbst kreieren. Oh,
Es gibt immer Dinge, die man aus realen Spielen übernehmen möchte. Bei der diesjährigen EM zeigten die Griechen, wie wichtig Defensive und gute Organisation sind. Die Engländer hingegen arbeiteten mit einem klassischen Kontersystem. Mit First Touch geht das jetzt auch in FIFA 2005. Wenn sie an den Ball kommen, können sie ihn ohne Verzögerung ihren Stürmern zuspielen und das Spiel schnell nach vorne verlagern. Wir beobachten immer, wie sich unser Produkt zum realen Fußball verhält und wie wir es verbessern können. Zu den weiteren FIFA-Verbesserungen gehören Details wie gelupfter Torschuss, größere Flankenvielfalt oder Off-the-Ball-Kontrolle, auch für Einwürfe. Die Präsentation soll noch mehr wie eine TV-Übertragung wirken. FIFA 2004 war etwas zu strategiebetont, was den Spielspaß reduzierte. Wenn die Leute FIFA spielen, möchten sie sich zusammen hinsetzen, ein paar Bierchen trinken und großartige Tore schießen. Das soll realistisch sein, aber auch Spaß machen. Von den Kunden bekommen wir Feedback, das in die Entwicklung einfließt. Das Schöne beim Entwickeln von Sportspielen ist, es gibt kein richtig oder falsch. Das Spiel sollte einfach Spaß machen. But the game should be fun. Pleasure to work with you today, Ali. Thanks a lot. See you all next time. Looking back at some of the key moments of the match. FIFA 2005 machte beim Anspielen schon reichlich Spaß. Ob sich der Kauf für Besitzer des Vorgängers wirklich lohnt? Schauen wir mal, wenn die Testversion eintrifft. Achtung! Im folgenden Trailer wird die Hintergrundgeschichte zum Psychothriller PsyOps enthüllt. Wenn Sie die überraschenden Wendungen der Story noch nicht erfahren möchten, dann überspringen Sie bitte dieses Video. Gentlemen, I am the general. You will serve or you will die. Take this one to solitary. Nick, you're finally here. Nick, calm.
calm down. How the hell do you know my name? Just get out of the cell block and meet me in the supply room on this floor. Who are you? Sarah Blake. I'm working inside the movement as a double agent. What took you so long? Where'd they take my squad? The next floor for processing. What was that? It's for your own good. The shot I gave you should help reawaken your powers. Trust me. Don't you? You don't have security clearance, but if you trip the switch, all security beams will go down. Then you can make your way to the elevator to get to the second floor. Get to the mainframe room. I need blueprints on this place, and we need more information on the general's plans. I'm putting this base out of commission. But you're not ready, Nick. You have to recover your ability. I've salvaged explosives, the materials we need for you to blow this base. According to the blueprints, this base has a major structural fault. I've marked 3 key locations. Placing the explosives there will take the whole place down. This is a high security area. Probably the only one with a password is Joe Leonov, who runs the Meat Puppet program. He's a former KGB Psy agent and master of mind control. What a resourceful little rat that's wandered into my maze. I'll enjoy bending your mind to my will. Nick, meet me on the landing pad. I'm on my way. Hurry, you don't have much time before the other 2 bombs go off. I'm going in to find out what's going on. What, through the front door? They won't suspect me, but you'll have to sneak in. What is this place? A front for the movement, run by Edgar Barrett, master of telekinesis and the general's right-hand man. Why didn't you tell me the general worked for Mindgate? He ran it, Nick. Up until the point he overstepped his authority and fled rather than face a military tribunal. They're looking for this. Luna 1? Code received. Central Cortex has been breached. All agents expect no further assistance. The general and Barrett are in the factory office on the other side of the complex. Get a key card from an MP to get into the docks. Mindgate is gone. The general is the new visionary for the Psy Elite. Join us. That's not gonna happen. I am through playing around. Who are you? You can call me Kimiko. I've tapped into the system and unlocked the doors to the control rooms. You'll have to infiltrate the data vault. One other thing, Agent Stryer. Watch out for Wei Lu, one of the General's Psy agents. Her power of illusion can distort reality. It's her ability that keeps the base hidden from the world. What's going on? You will not stop the general. Or the illusion of the mind is still deadly to the soul. The general has collected the fragments. He believes they have immense untapped power. The fragments have some sort of configuration that can activate their true purpose. Stop the general before he unlocks the secret. Don't play me for a fool, Sarah. Whose side are you on? I don't know what you're talking about. I do know you're looking for a way to stop the fusion process. What do you know about it? The general built this complex to fuse the fragments together.
The object we had was the central piece to a powerful artifact. Luna 1. Damned Scryer. You should be dead. Deal with it. Do you like playing with fire? Your friend here. Sarah? Yes, but not for long. Don't move. Sarah? They'll sense you when you move. What are those things? They're all around us, Nick. Sometimes invisible. Use your aura view to sense them. Temple Tower leads to a door at its top. We need to find a way through it. But it's full of those things. Scryer's gone. It's my body now. Where's the General? The General was using me all along. Now he's come here to unlock the power of the monolith. The General thinks that he's going to gain the power of the god. Yeah. Well, I'm here to stop him. Ready to play? Sarah! The final phase draws near. Damn it! I am enjoying ripping out your soul and using your body to take the monolith for myself. You're insane. They used us. Used us for their own ends and discarded us when we became a problem. Mundane humans may have used us, but that doesn't give us the right to destroy them. The General and I will acquire ultimate power. No one can stop us. Soon all the world will worship us as gods. You did that. No, you're just confused. They killed you. They are frightened. You. You are my chief. They will not hurt you. You must go alone. Me? U.S. Marines. Where is the difference? You can't stop us now. We have samples all over the country. Ah!
going.
welcome. You're fighting outside Mickey's tomorrow. Yeah, I need the money, you know. Besides, I ain't got any straight fights lined up for another 8 weeks. For the National Amateur Boxing Finals, where newcomer Apollo Creed has come from nowhere to dominate the competition. I'll see you tonight. You'll be back in your cell by the 3rd. I hope we find what we are looking for among these recruits. We need someone exceptional. I'm sure we will, Comrade. These young men are the best and the brightest the Soviet Army has to offer. Hey, you did okay in that fight. Yeah, you can hit, but your timing's all off. There's a locker waiting for you in my gym. See me tomorrow if you want to sharpen them skills. Think you can beat this Italian tank? Come on!